Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit Manchester United. Heute steht der Abschluss des Sommertransfermarktes an. Ja, wir haben schon ordentlich viel Geld ausgegeben. Wir können momentan die Statistik mal anschauen. Und zwar haben wir 135 Millionen Euro ausgegeben. Knappe 9 Millionen haben wir eingenommen. Und ja, heute gibt es den letzten Tag und ich will eigentlich mindestens noch 2 Spiele holen. Im Idealfall 3 Stück. Wir haben noch ja, fast 90 Millionen Euro zur Verfügung. Und ich würde sagen, wir simulieren jetzt erstmal einmal vor und dann schauen wir noch mal, was sich am letzten Tag noch so alles tut. Wir sehen auch rechts mal die Top-Transfers bis jetzt. Hier sehen wir schon, Bayern hat Aguero gekauft. Wir haben ja Isco gekauft und Juventus Turin hat David Alaba gekauft. Also es waren ja doch schon ziemliche Summen, die was da über den Tisch gegangen sind. Hier sehen wir auch, irgendein Punz ist zu Borussia Dortmund gerade gewechselt. Und unten Coutinho zu Paris Saint-Germain. Gut, also was will die holen? Was will die holen? Zum einen hat mir einer oft in die Kommentare geschrieben, am letzten Transfertag, also am Deadline-Tag, könnte ich mir angeblich Johannes Geis holen. Hier steht zwar immer noch kürzlich gekommen für 17 Millionen Euro, aber wir werden jetzt trotzdem mal anfragen. Und dann schauen wir mal, ob wir wirklich Johannes Geis am letzten Spieltag holen können. Wir bieten einfach mal die 17 Millionen. Und dann schauen wir mal. Das wäre natürlich nur ziemlich cool, wenn er kommen würde. Gut, wie sieht es momentan in die Nachrichten aus? Ja, ich werde auf jeden Fall nur einen Rechtsverteidiger und einen Linksverteidiger holen. Also da stehen eben nur ganz oben José Gaya als Linksverteidiger, Bruno Perez als Rechtsverteidiger, dann dieser Mario Fernandes als Rechtsverteidiger oder Ricardo Rodriguez als Linksverteidiger. Zwei von denen, die 4 werde ich wahrscheinlich kaufen. Pjanic werde ich wahrscheinlich auf Winter verschieben, weil, ja, ich glaube, wir haben jetzt echt schon sau viel Geld ausgegeben und, naja, man muss es nicht direkt übertreiben. So, dann simulieren wir mal vor. Falls sich meine Stimme ein bisschen doof anhört, liegt daran, dass ich momentan ein bisschen erkältet bin. Ich glaube, so wie fast jeder YouTuber in Deutschland. Ich glaube, jedes Mal dann irgendwie erkältet. Keine Ahnung. Und dann voll die scheiß Grippe, Welli. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall den guten Sam Johnstone aus. Johnstone? Ich denke mal, Johnstone wurde ausgesprochen, ausgeliehen. Und ja, dann geht's mal weiter. Und wir hören noch nichts von Geis. Oh yeah, das wird wieder nix. Ich sehe schon, das wird wieder eher ein Schuss in den Ofen werden. Eine Nachricht, jetzt müsste er eigentlich schon annehmen, weil wir müssen ja nur mit ihm gehaltmäßig verhandeln. Und wir sehen, okay, ich kann ihn nicht holen. Der ist erst kürzlich gewechselt. Ich kann ihn also nicht holen. Das heißt, der Kommentar hat sich da ein bisschen vertan. Ich kann ja nur mal probieren, vielleicht für 20, dass sie vielleicht aus irgendeinem Grund, was ich nicht verstehen sollte, da annehmen. Aber wir sehen und wir hören, wir können ihn nicht holen. Schade. Dann werden wir auch ihn wahrscheinlich auf den Wintertransfer mal verschieben müssen. So, aber ich will mir jetzt mit der Breite ein bisschen aufstellen. Und zwar haben wir jetzt ein paar Rechtsverteidiger. Also hier sind wir einmal Bruno Perez. Dann haben wir Ricardo Rodriguez. Rodriguez wäre auch ziemlich cool. Und wen haben wir dann noch? Dann haben wir Pjanic. Pjanic, muss ich sagen, werde ich wahrscheinlich auf Winter verschieben, weil, wie gesagt, wir haben schon so viel Geld ausgegeben und im Winter will ich auch noch ein paar Transfers tätigen. Und hier haben wir noch Mario Fernandes, auch ein Rechtsverteidiger. Und José Gaya hätten wir auch noch, den würden wir für 30 Millionen Euro kriegen. Also das sind doch enorme Summen und ich muss sagen, ich werde mir jetzt mal diesen Bruno Perez holen. Der gefällt mir, glaube ich, ganz gut, kostet 20 Millionen Euro. Das heißt, die haben nur 70 Millionen Euro zur Verfügung. Dann haben wir zumindest einen Rechtsverteidiger. Jetzt ist halt die Frage, ich weiß noch nicht, wen ich als Linksverteidiger hole. Rodriguez ist ja nicht schlecht. Pjanic lehnen wir jetzt erstmal ab. Obwohl, den kann ich einfach rauszögern. Der läuft dann eh ab. Mario Fernandes brauchen wir da nicht mehr. Wir haben gerade Bruno Perez geholt und ja, hier haben wir José Gaya noch. Auch ein toller Spieler. Allerdings, ich weiß es noch nicht. So, hier sind wir, Bruno Perez ist gekommen. Dann können wir ihn auch schon mal unten löschen. Wir simulieren nur ein bisschen vor und hoffen, dass sie uns jetzt nicht gleich ablaufen. So, oh, oh, oh. Lacazette zu Manchester City. Holy shit. Alessandro Lacazette ist von Olympique Lyon zu Manchester City gewechselt. Damit hat Manchester City einen extrem guten Nachfolger für Sergio Aguero verpflichtet. Das ist mein Hammer-Transfer. Das ist meine richtige Ansage. Gut, Manchester City wird auf jeden Fall ein sehr schwerer Gegner für uns werden. So, hier sind wir auch schon. Arsenal hat Verratti und Silva gekauft. Und wir kriegen eine neue Nachricht rein. Mal schauen, was diesmal ansteht. Transferniveau für Sean Goss. Okay, werden wir annehmen.
Auch eine 2-Jahres-Leihe damit. Ja, ist unser Kader jetzt schon ziemlich klein. Oh shit, jetzt sind. Oh, wir müssen mal ganz kurz schnell neu fahren. Oh shit, ich glaube, jetzt habe ich es verkackt. Hallo, wenn es so ist, dann hole ich den Rest im. Im Sommer dann. Im Wintertransfermarkt. So, wir brauchen zum einen nochmal. Die Gescheiterten, hier ist immer richtig. Ja, ich kann mir immer, ehrlich gesagt, nicht entscheiden zwischen Ricardo Rodriguez. Toller Linksverteidiger. Links haben wir nur Luke Shaw. Oder diesen Gaia. Beides sind wirklich nicht schlecht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wen ich von beiden jetzt holen soll. Weil beide kosten ungefähr gleich. Und aber ich glaube, wir werden mich für Gaia entscheiden. Jetzt weiß ich nur, wie viel Geld der haben wollte. Bieten wir einfach mal die 70. Ich glaube, der wird irgendwas über 100 haben. Ich weiß es nicht mehr. Werden wir auf jeden Fall gleich sehen. Also wenn wir es so schaffen, dann werde ich Gaia holen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil, wie gesagt, wir haben echt den Kader schon so heftig aufgestellt mittlerweile. So, die nächste Leihe. Aber wir werden unsere Spieler ganz gut los. Ich hoffe, das rächt sich nicht alles zum Schluss. So, dann haben wir ein Gegenangebot von Gaia, der wir 110 verdienen. Gut, das wird sogar mit dem Gehalt noch hinhauen. Da wird das ein ganz, ganz letzter Last-Minute-Transfer werden, so wie es aussieht. So, Schalke hat abgelehnt, ja. Geist können wir nicht holen, der ist erst kürzlich gewechselt. Und dann schauen wir, ob das mit Gaia noch was wird. Das wird verdammt eng, oh Gott, es kommt auf die letzte Stunde drauf an. Wenn jetzt keine Nachricht aufblockt, dann können wir Gaia nicht holen. Und es kommt keine Nachricht, scheiße. Okay, Leute, ich hab's verbockt, egal. Es macht nichts, so, wir haben wirklich so einen tollen Kader. Und auch wenn wir Gaia jetzt nicht geholt haben, hey, es gibt in ein paar Wochen den Wintertransfermarkt. Da ist es eigentlich nicht so weit weg. Da schauen wir ganz auf den Kalender. Beim nächsten Mal müssen wir gegen den FC Liverpool. Dann geht's schon los mit der Champions League. Und ja, hier sehen wir dann schon, geht's in den Wintertransfermarkt rein. Ich will da auch ein paar Spieler noch holen. Von dem her macht es jetzt wirklich nichts. Klar, ist vielleicht ein bisschen ärgerlich. Aber hey, Kopf hoch. Ich mache jetzt ganz kurz Training und dann gehen wir gleich zum Spiel gegen die FC Liverpool. Also wir sehen uns gleich wieder nach dem Training und dann schauen wir mal, was heute noch so abgeht. So, Training ist vorbei und zwar haben wir gleich ein Doppeltraining gemacht. Ja, ich habe einfach beide Trainingeinheiten jetzt mal zusammengeschnitten. Hier habt ihr gerade das erste Ergebnis gesehen und jetzt kommt das zweite Ergebnis vom zweiten Training. Ja, Martial hat sich verbessert. Es ist mittlerweile schon eine 81. Das heißt, so früh in der Saison er schon eine plus 2 bekommen. Sehr ordentlich. Janusai ist diesmal doppelt dabei, weil viele Spieler sind auf Nationalmannschaftseinsätze unterwegs. Zum einen natürlich Memphis Depay und deswegen habe ich diese ein bisschen andere trainieren müssen. Gut, jetzt simulieren wir aber endlich weiter vor. Und zwar kriegen wir eine Nationalfrage von der Schweiz. Sie nehmen aber dankend ab, denn wir waren schon bei Dortmund? Ich glaube, nee, bei Bayern. Bei Bayern waren wir bei der Schweiz, stimmt. Und die Videos dazu kamen ja schon. So, es gibt keine Pressekonferenz, schade. Gut, also, da wären wir. Beim nächsten Mal geht's gegen den FC Liverpool. Die stehen momentan auf Platz 2. Ein Sieg wäre extrem wichtig. Da wären wir punktgleich mit dem FC Liverpool und könnten vielleicht mal wieder ein bisschen nach vorne kommen, denn momentan läuft es wirklich nicht gut. Es ist eine verdammt schwere Saison, aber beim nächsten Mal gegen Liverpool wird sich einfach gut. Ich würde sagen, mal Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen. Wir haben unser Team ja ordentlich verstärken können. Ich hoffe, diese Verstärkungen werden wirken. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.